Die Saalfelder haben wirklich die Wahl. Nicht nur ein CDU-Mann und ein Sozialdemokrat wollen bei ihnen an die Rathausspitze. Es gibt auch drei Bewerber ohne Parteibuch. Und das verwundert langjährige Beobachter der politischen Entwicklung im Freistaat gar nicht. Hier in Thüringen sind die Parteien ja nicht besonders mitgliederstark. Und gerade in der Fläche sind selbst die großen Parteien nicht immer mehr präsent. Und dann ist das natürlich eine sinnvolle Ergänzung. Ein echter Quereinsteiger in Saalfeld ist Sebastian Susek, 38, Industriemechaniker. Auf welche Wähler setzt er? Die ältere Bevölkerung wird die Partei wählen. Aber vielleicht finden wir noch ein paar junge Leute, die auch mal rausgehen. Wir können ja ab 16 Jahre wählen. Die sagen, wir probieren es mal. Susek ist ledig und Single, sagt, er hat Zeit, sich um vieles zu kümmern, zum Beispiel um mehr bezahlbaren Wohnraum. Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Also ich komme ja gar nicht aus dem Metier, ich habe auch mit Politik nicht allzu viel zu tun. Das wird schwierig, aber interessant. Schon mal Bürgermeister in einem Dorf war Roland Bayer gleich nach der Wende. Zwei erwachsene Kinder hat der 58-Jährige. Er ist vertraut mit der Geschichte der Region, die einst Adelsfamilien wie die Lengefels prägten. Es gab damals keine Gebietsreform und trotzdem hat an der Saale entlang sich eine Kultur entwickelt. Wir haben uns materiell zu sehr davon getrennt und meinen, wir können alles über Bilanzen und Fördermittel regeln. Nein, wir brauchen den Menschen als Energie und dann das Geld dazu. Ehrenamtlich tätig im Werbering der City-Geschäftsleute ist Oliver Brömel, 51, verheiratet, drei Kinder. Ich möchte die Bürger in Saalfeld vertreten, die auch in keiner Partei sind. Brömel ist davon unbeeindruckt, dass ihm das Handwerkszeug eines Verwaltungsmannes fehlt. Ich habe eine Stadtverwaltung hinter mir, die aus bestimmt 100, 120 Leuten besteht. Das sind alles Verwaltungsfachleute, die sich eigentlich auch sehr, sehr gut damit auskennen. Und ich glaube, wenn ich Bürgermeister werden sollte, würden die mir auch ordentlich meinen Rücken frei halten. Könnte gut gehen, sagt Politikwissenschaftler Oppeland. Konflikte in Gemeinden sind im Grunde keine Parteienkonflikte.